So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry. Ich habe gerade mal das Spiel gestartet und wurde, ich weiß nicht, ob ich jetzt tot bin. Ich habe mich ins Escape geflüchtet. Also, versteht ihr so Escape? Ja, schlecht. Ja, ich bin tot. Sehr gut. Na, eigentlich gar kein bisschen. Wir schauen heute mal, dass wir noch nach ein bisschen Tieren Ausschau halten, dass wir unsere Waffengürtel erweitern können. Oh, hier leckt's. Ne, es geht. Es leckt gar nicht so doll. So, ich muss mich aber mal heilen. Ich muss mich verbinden. First Aid, Erste Hilfe hier. Der ganze Krams wieder am Start. Boah, ich habe das lange nicht mehr gezockt und lange nicht mehr aufgenommen. Hat aber jetzt irgendwie nochmal Bock, weil ich gesehen habe, dass nochmal ein paar Abonnenten dazugekommen sind. Und das hat mich irgendwie doch motiviert. Also, dass wir jetzt hier nicht so sein, so, wenn ihr wollt, dass ich aufnehme, dann abonniert mich. Nee, ganz und gar nicht. Das hat mich einfach nur... Wow, scheiße. Das hat mich einfach nur abonniert, ja. Motiviert. Oh, fuck, Alter. Scheiße, ich habe keine Muni. Das wird lustig. Da muss ich jetzt einfach fliehen. Und jetzt noch zu wenden, das wäre vielleicht ein bisschen fatal. Aber auch nur ein bisschen. Was haben wir denn da? Auf dem Berg. Was ist das? Ich kann da gar nicht hinzoomen. Ich weiß gar nicht mehr. Doch, mit der Kamera können wir da hinzoomen. Oh, da liegen Güter. Die schnappen wir uns natürlich. Obwohl wir kein Geld mitnehmen können. Was ein bisschen blöd ist. Sollte aber nicht so schlimm sein. 1000 reichen vielleicht sogar erstmal. Ich schau mal, was wir denn da alles brauchen. Wenn wir neue Sachen... Hier, dann gehen wir in die Herstellung. Wenn wir neue Sachen haben wollen. Hier ein Waffengurt wäre vielleicht ganz gut. Ziegenfell. Das sollte sich eigentlich einrichten lassen. Was, wenn ich eine Brieftasche haben will, eine neue Schweinsleder, ja, müsste man auch finden können. Und für Beuterucksäcke, Tapirfell. Müsste auch gehen, aber ich denke mal, ich kümmere mich erstmal um die anderen Sachen. Das heißt, eine Ziege und ein Schwein muss ich erlegen. Gut. Ich schwimme jetzt mal rüber. Oh, da unten war gerade eine Qualle. Da ist ein Schiff. Ein kleines, hier so ein Schlauchboot. Ich hoffe, dass es nicht bedingst. Ja, ich hoffe, da sind keine Leute drauf, die uns jetzt hier irgendwie einen Strich durch die Rechnung machen wollen. Hoffe ich einfach mal. Ach ja, und mit der Hauptmission, erwähne ich vielleicht noch, machen wir dann später weiter. So, ich gehe erstmal hier nach da oben und schau mal, was es da so Schönes gibt. Ich sehe hier schon rote Pflanzen. Vielleicht gibt es hier Relikte. Ich weiß gar nicht, ob wir schon eins gefunden haben. Ich bin jetzt mit der Story... Oh Gott, da sind welche. Fast durch in meinem eigenen Spielstand. Und von daher müsste ich ja eigentlich einiges schon entdeckt haben. Allerdings Relikte habe ich erst irgendwie 2, 3 Stück. Ich weiß auch nicht, wieso ich die immer versäumt habe. Vielleicht bin ich einfach zu schnell durchgerusht. Vielleicht habe ich die Priorität der Hauptstory viel zu hoch gesetzt. So, wir müssen echt aufpassen, dass wir hier nicht... erwischt werden. Mit C duckt man sich. Genau. So. Okay, Brieftasche voll. Wir nehmen das Zeugs jetzt mal mit. Oh, und es wird wieder hell. Und hier liegt so ein Baby rum. Oder eine Puppe. Hier eine Babypuppe ohne Bein. Vielleicht sind das Voodoo-Puppen. Man muss ja immer hier so ein bisschen so Verschwörungstheorie und so. Hat Julians Blog auch ein, meiner Meinung nach, ziemlich gutes Video zu gemacht. So, hier war... Oh, ich dachte, wir springen jetzt automatisch da dran. Ein Satz mit X. Das war wohl nix. Oh, was ist das? Oh, und wir haben eine Taschenlampe. Na gut, stürzen wir uns mal ins Verderben. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Im Verderben. Das sieht doch nach einem Relikt aus. Oh, Relikt nehmen. Nochmal bitte. Da war es gerade. Komm. Ich krieg's. Ja, ich hab's. Relikt. Gut. Ich weiß gar nicht, wie lange ich aufnehme. Aber sollte noch gut was passen. So, was mache ich nun? Ziegenfell. Ziegenfell und Schweinsfell. Das sieht nach Tapir aus, glaube ich. Ich weiß es gerade nicht. Aber ich müsste eigentlich neue Munition haben. Von daher reise ich mal eben zurück nach Amanaki. Und dann füllen wir da meine... Also fülle ich da meine Munition nochmal auf. Oder ich kaufe... Ja, und ich kaufe mir noch eine neue Waffe. Dann können wir sogar wieder Geld mitnehmen.
Und hätten wir das erstmal auch geklärt. Huch, da knistert es gerade ein bisschen. So. Oh Gott, es knistert immer noch. Ich hoffe, das hört man jetzt nicht an meiner Stimme auch. In meiner Stimme auch nochmal. Sollte sich aber eigentlich geleert haben. So, was nehmen wir denn mal mit? Hier so ein Sturmgewehr vielleicht. Wie wär's denn hiermit? Ja, lade. Ja, ich kenne mich hiermit eigentlich nicht wirklich aus. Ich guck einfach, was interessant aussieht. Oder was ich hier, womit ich schon mal gespielt habe. Und was sinnvoll, was mir sinnvoll erscheint. Ja, sowas habe ich mal genommen. Ah, da haben wir aber noch nichts Besonderes freigeschaltet. Nur dieses Teil hier können wir uns leisten. Das lassen wir dann mal lieber. Kaufen uns doch das Sturm oder nehmen uns das Sturmgewehr, das erweiterte mit einem Rotpunktvisier. Ist doch ganz cool. Ja, das nehme ich. Damit kann ich dann auch wahrscheinlich ein bisschen besser umgehen als mit so einer Schrotflinte. So, jetzt muss ich nur noch hier den Krempel verkaufen. Obwohl, nee, ich habe ja... Ach doch, ich kann mir... Ach ja, ich muss ja das Rotpunktvisier kaufen. $300 hat mich das gekostet. So, und das Inventar einmal auffüllen, bitte. Danke. So, jetzt haben wir sogar wieder Granaten. Sind wieder perfekt ausgerüstet, würde ich fast sagen. Aber noch nur, auch nur fast. Gut. Hier ist gerade ein Affe. So, schauen wir mal. Boah, wie ich diesen Besuch hasse, der einfach im Zimmer erscheint. Okay, schauen wir mal. Ziege und Schwein. Es knistert hier ein bisschen, das macht mir gerade ein bisschen Angst. Nicht, dass das dann auch in der Aufnahme so ist. Ach hier, das müsste eine Ziege sein. So, und wir gehen zu, oder reisen schnell zu Dr. Earnhardts Haus. Oh, dieses Knistern. Wehe, meine verdammte Stimme knistert auch gleich. Dann kriege ich einen Rappel. Sollte einigen von euch bekannt vorkommen, so ein Rappel. Also vom Wort her. Gut. Das sind zwar nur noch, nee, das sind noch 95 Meter entfernt. Da nehme ich das Teil dann jetzt mal nicht, wenn ihr, also falls ihr wisst, was ich meine, diesen, dieses Teil, Gleitschirm, ist das ein Gleitschirm? Ich weiß es gar nicht. Nee, ein Drache, Drachen ist das, ein Drachen, mit dem ich dann, habe ich mir nicht was anderes gekauft? Habe ich das nicht ausgerüstet? Na gut, so sollte es einigermaßen reichen, es sollte noch hinhauen. Jetzt haben wir die Munition wieder aufgefüllt. Für so ein paar Ziegen. Oder für eine Ziege eher gesagt. Könnte das sogar noch reichen. Wenn wir denn dann überhaupt eine finden. Das ist ja dann erstmal danach die Frage. So, dann schauen wir mal. Hallo? Wo gibt's hier Ziegen? Ziegen? Da sind welche. 3 Stück direkt. Ich weiß nicht, ob wir direkt alle mitnehmen. Huch, und da sind... Oh, shit. Das sind auch noch Gegner. Oh Gott. Pass auf, wir könnten das eventuell so machen. Was ist denn da unten los? Dass wir uns die... dass wir die Ziegen ein bisschen verscheuchen. Oh, oder können wir sogar Steine werfen? Das haben wir im Tutorial gelernt. Oh, da ist... eine Ziege haut schon wieder ab. Die anderen sehe ich auch nicht mehr. Vielleicht... Ne, ich sehe die... Gegnatz. Auch gar nicht mehr. Dann schnappe ich mir die Ziege mal. Oder andersrum. Na komm. Peng. Na gut, da haben wir sie erwischt. So, dann... Hallo? So, dann häuten wir sie mal. Ja, sehr realistisch. Gut getroffen. Okay. Einfacher Pfeilköcher. Nee, das wollte ich... Will ich den machen? Nee, den können wir gleich machen. Wir machen jetzt erstmal einen Waffengurt. Einen einfachen Waffengurt. Oh, es knistert schon wieder. Da unten ist noch eine. Die schnappen wir uns dann auch noch. Dann machen wir uns noch den Pfeilköcher. Da oben wären wahrscheinlich auch noch welche gewesen jetzt gerade. So. Da! Damn, ich habe nicht getroffen. Sollte vielleicht der ein oder andere von euch bemerkt haben. Du renn doch nicht weg. Ich will dir doch nichts Böses. Oh, wo ist denn sie jetzt? Wo bist du hin? Brauchst du nicht wegrennen? Hör mal, mach ich dir Angst mit meinem Gewehr oder mit meiner Schrotflinte? Wo bist du? Hallo? Hallo? Oh, jetzt habe ich sie... Wow, 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 wow.
Da ist wieder eine. Aber irgendein anderes Tier hat mir auch gerade ein bisschen einen Schrecken eingejagt. Mir da gerade irgendjemand ins Ohr gebrüllt. So, kümmern wir uns noch darum. Ziegenfell. Gut, dann müssten wir doch jetzt eigentlich auch noch den Pfeilköcher. Ja, wir können jetzt auch noch den Pfeilköcher machen. Den robusten Pfeilköcher, dafür bräuchten wir dann auch Tapirfell. Ja, dann schauen wir mal, was bräuchten wir noch? Die Brieftasche mit dem Schweinsleder, hätten wir die, können wir die machen, hätten können, was auch immer. Sind das Schweine? Sind das Eber? Ich schaue nochmal eben nach, wie das aussieht. So, wie das Icon aussieht. Wie so ein Schwein aussieht, das sollte ich eigentlich wissen. Okay. Es guckt nach rechts. Daran kann man es eigentlich immer recht gut unterscheiden. So, da müsste das hier ja eins sein. Und das ist auch gar nicht so weit entfernt. Oder wir nehmen das. Aber hier können wir... Doch, hier können wir hinreisen, oder? Ach nee, können wir nicht. Hm. Tja, welches nehmen wir dann? Ja, wir nehmen das und wir gehen nochmal hoch zu Dr. Earnhardts Haus. Und fliegen dann mit dem Drachen darunter. Wird sicherlich interessant, wird spaßig und spannend aussehen. Oh, dieses Geknister aber immer, ne? So, aber wir nehmen jetzt auch noch, also wir verkaufen jetzt nochmal eben was, und nehmen dann jetzt auch noch eine zweite Waffe mit. Und zwar hier ein Sturmgewehr. Und zwar das hier. Und legen das mit, womit? Ach, das haben wir ja so schon. Und dann rüsten wir das auf unseren Waffenplatz 2 aus. Gut. Damit hatte ich einige Probleme, das herauszufinden, wie das denn so funktioniert. Mit den Waffen und so. Ich war ziemlich verwirrt. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, wenn ihr das hier auch mal gespielt habt. Oder spielt. Oder was auch immer. Warum, Schrotflinten? Naja, egal. Wir haben ja jetzt auch noch eine andere Waffe dabei. Sollte nicht so tragisch sein. Gut, wir schnappen uns jetzt hier den Drachen und begeben uns, befliegen uns in das Gebiet der Schweine. Schweine! So, zack! Da schweben wir hoch in der Luft. So, da unten sehen wir das Gebiet auch schon. Ist noch ein bisschen weiter entfernt, aber auf jeden Fall in Reichweite. Ich frage mich, ob da ganz hinten der, ach nee, ganz genau sind da noch drei Funktürme zu erkennen. Ich frage mich, ob dieser, der jetzt noch neben dem, der jetzt fast unter uns ist, der da hinten rumsteht, ob der schon unser ist. Oh, da unten ist ein Leuchtturmsboot oder sowas. Und ein Boot mit einer Boje drauf. Da unten ist ein Auto, ein richtiges Boot. Also so ein kleines Schiff. Und dann war da noch, hier, wie nennt man das? Hier so ein... Ja, wie heißen sie denn? So ein Jetski eigentlich. Ja, ich versuche hier mal... Ach nee, ich kann ja auch einfach nach unten fliegen. Und so höher abbauen. Uiuiuiui. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen noch aufpassen. Oh, verdammt, da sind Gegner. Gegnert. Dann flattern wir hier durch. Oh Gott, das sah knapp aus. Oh Gott. Oh nein, oh nein, oh nein. Das war keine so eine gute Idee, oder? Nicht ganz so. Gut, wir haben es knapp überlebt. Aber auch wirklich sehr knapp. Hätte ich mich nicht direkt geheilt, sähe das vielleicht anders aus. So. Ich schnapp mir jetzt hier dieses, Quad. Und machen hier diese Aufgabe. Begeben uns in Richtung whatever. Hier Fackeln, Feuerdinger. Das habe ich auch schon erläutert, wie das funktioniert. Hey, hier sind ja meine besten Freunde. Die in Rot. Die Piraten. So. Oh Gott. Uiuiuiui. Ich will wissen, wo es jetzt hingeht. Okay, da lang. Dahin, dahin, dahin. Ich glaube, das wird nichts mehr. Oh Gott. Doch, da ist nämlich schon die rote Fackel. Uiuiuiuiui. Das war auch knapp. Wobei ich das auch schon mal mit 0 Sekunden übriger Zeit geschafft habe. 0, verdammt 0. Und ich glaube, meine Stimme
Wurde jetzt leicht übertönt von dem Fahrzeug. Aber auch wahrscheinlich nur leicht. So, jetzt haben wir ein bisschen Erfahrung und ein bisschen die Gegner verfolgt. Oh, die verfolgen mich immer noch. Mensch. Das nenne ich mal... Hier, wie ist es denn? Das Wort. Ja, keine Ahnung. Ach so, ja, jetzt dürfen wir noch ein bisschen wieder zurück. Hier liegt auch noch ein Schiffswrack rum. Wir müssen jetzt wieder zurück. Dazu nehmen wir uns hier mal so ein Boot. Stehen hier ein paar rum. Und wir müssen uns dann aber auch beeilen, dass wir nicht von den Gegnern mehr, nicht mehr von den Gegnern getroffen werden. Aber, wo ich jetzt bestimmt schon eine Minute drum rumrede, ist, dass wir in das Gebiet der Schweine zurück müssen. Ins Schweinsgebiet. So. So weit geht das hier, glaube ich, gar nicht mehr mit dem Gewässer. Ich glaube, da müssen wir gleich schon wieder aussteigen. Aber einiges an Zeit können wir so sicherlich sparen. So. Ja, so viel, so stoppt man immer mit einem Boot. Man fährt es einfach bis an die, auf die Küste sogar noch rauf. Oh Gott, da sind welche. So, komm. Einer noch. Einer noch. Na, 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 das habe ich gehört. Uch. Und die YouTube-Community-Richtlinien hoffentlich nicht. Ja, du schießt ja auch sehr genau. So, da waren drei. So, wir können nicht plündern, Taschen voll. Und so viel Knete können wir da wohl auch nicht von denen abnehmen. Oh, da höre ich aber noch wen. Na, da ist einer. Ob ich den so treffe? Vielleicht er nicht. Doch, er hat geschrien. Werde ich ihm wohl was angetan haben. So, tut mir leid. Huch, nein, nein. Gib mir meine Waffe wieder. Wow, 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 wow. Wer ist tot? Ja, ich zünde den Strand an. Gut. Das werde ich. So, okay. Wir kümmern uns jetzt mal nicht weiter um die. Ja, ich bin auch ein Genie. Ich werfe Molotow in den Sand. Ja, in den verdammten Sand. Und trotzdem explodiert das verdammte Auto. Zum Glück bin ich weggerannt. Und hab's nicht irgendwie mitgenommen oder so. Gut, wir müssen jetzt noch 100 Meter in Richtung des Ziels laufen. Zu den Schweinchen. Dann schauen wir mal, ob wir da eins finden. Ob wir da eins erlegen. Ob wir da eins häuten. Und uns dann da ordentlich was herstellen können. So, gucken wir mal hier oben. Ob hier schon was ist. Oh, da gibt es wieder ein Relikt. Sehe ich hier auf der Karte gerade. Hm. Ist das direkt hier? Ne, hier drin vermutlich. Kriegen wir die Tür irgendwie auf? Nein. Aber das Relikt wird... Ach doch, da drin ist das. Ja Mensch, das war einfacher zu finden als eben. Gut. Ich kann von hier das Relikt nehmen. Ach, da unten stand das. Ach so. Okay, ich dachte, das steht hier irgendwie drin. Na gut, dann macht das irgendwie auch mehr Sinn. Trotzdem... Oh, Fähigkeitspunkt. Ja, die Musik wird manchmal ziemlich... Drei Stück schon. Ja, das nehmen wir mal... was nehmen wir? Ja, ich weiß, wie das funktioniert. Danke. Was nehmen wir denn noch? Hier ein... Ja, das haben wir schon. Zwei Gesundheitsfelder heilen mit Erster Hilfe ist auch recht gut. Und da ich ziemlich schusselig bin, schütze ich mich am besten auch noch ein bisschen vor Explosionen. Gut. Wo gibt's jetzt hier diese Schweine? Man hat mir Schweine versprochen. Wo sind die? Oh Gott, da ist ein Lager. Von den Drecksplagen. Von den Piraten. Okay, sollen wir das erstmal in Angriff nehmen? Hm. Also von mir aus, ja. Ja. Aber ich glaube, das machen wir dann erst in der nächsten Folge. Wenn es dann hier um oder gegen das Piratenlager geht. Oh, wir werden schon leicht entdeckt. Verstecken wir uns hier nochmal und beenden dann hier friedlich die Aufnahme. Tschüss? Nein, ich klaue nichts. Bis dann.